Traumfrau spontan auf der Straße ansprechen, kostet Überwindung. Oft fehlt das Quäntchen Glück, Mut oder Kreativität und die Angebetete ist weg. Hannovers Date-Doktor Christopher Parker gibt Flirtseminare und hilft Singles beim Anwandeln. Ich glaube, der Grund, warum manche Menschen meine Hilfe brauchen, ist einfach der, dass sie es vielleicht verlernt haben oder nie gelernt haben wirklich. Ne? Die haben alles Mögliche gelernt, wie man das Auto richtig aussucht oder wie man mit den Zähnen eine Bierflasche aufbekommt, aber nicht, wie man offen auf Menschen zugeht. Beim Kontakt mit dem schöneren Geschlecht wissen viele Männer nicht, was sie sagen sollen. Auch Probesingle Nils graut es vor peinlichen Gesprächspausen und Zurückweisung. Ich fühle mich jetzt nicht so wie das strotzende Selbstbewusstsein irgendwie. Es ist eigentlich mehr, dass ich ein bisschen Bammel davor habe, dass ich dann tatsächlich auch gleich einen Korb kassiere und dass ich dann einfach da stehe, abgewiesen bin, wobei ich natürlich auch gelernt habe, dass es 1 Million Gründe dafür geben kann. Und von daher sollte man sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Okay, er hat einfach jetzt 2-3 Mal hintereinander Pech gehabt. Die Mädels hatten einfach einen Freund und gehen dann weiter. Es ist zu 95% der Fälle ist es halt so, dass das Mädel anfängt zu lächeln, sich freut, einfach angesprochen worden zu sein, das auch total charmant findet. Und das merkt auch der Klient. Bevor es auf die Straße ging, ein Crashkurs. Theorie zu Körpersprache, Authentizität und Selbstbewusstsein mit dem Ziel, Nervosität und Schüchternheit vor der Damenwelt abzulegen. Dem Date-Doktor geht es nicht darum, reihenweise Frauenverführer zu formen, sondern Menschen zusammenzubringen, die sich nach einer Beziehung sehen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass meine Leute einen ganz, ganz natürlichen Ansatz mitbekommen. Wie gesagt, wir machen nichts mit auswendig gelernten Routinen oder Techniken. Wir lassen die Dame auch in Ruhe, wenn sie uns sagt, sie hat einen Freund. Also wir versuchen da auch nicht zu manipulieren. Es geht wirklich mir ganz, ganz stark darum, alles so natürlich und locker wie möglich zu machen. Das Wichtigste dabei, wenn man jetzt jemanden anspricht, ist selbstbewusst rüberzukommen, dass man dabei Spaß haben soll, mit der Person zu reden. Also dass es nicht nur so zum Schein ist quasi, sondern dass man auch wirklich Lust auf die Sache hat und dass man auf jeden Fall auch eine positive Ausstrahlung haben soll. Also im Sinne von Grinsen, ne? Ein bisschen was Positives verkörpern und ja, dann ist der Erfolg quasi garantiert. Nils versucht erneut sein Glück. Während der Date-Doktor im Hintergrund bleibt, verwickelt er eine junge Dame ins Gespräch. Der Flirt-Coach ist zuversichtlich und empfiehlt einen ausgefallenen Ort für ein eventuelles Treffen. Eine schöne erste Date-Idee gerade hier in Hannover ist, mit dem Fahrstuhl aufs Rathaus hochzufahren, aufs Neue. Das kennt kaum jemand, also auch alteingesessene Hannoveraner sind da noch nie oben gewesen und man hat eine wunderschöne Aussicht, kann vielleicht noch eine kleine Flasche Piccolo oder so mit rausschmuggeln und die da trinken. Super erste Date-Idee. Es sieht gut aus für Nils. Die junge Dame ist interessiert. Sie gibt ihm ihre Nummer. Erfolg auf ganzer Linie. Ja, super. Also es ist halt schön, wenn man irgendwie merkt, dass die Tipps, die einem an die Hand gegeben wurden, tatsächlich auch funktionieren können. Wie gesagt, es kann oft auch mal schief gehen, aber eben gerade war es gut. Mit Überwindung, Charme und ein wenig Hilfe vom Date-Doktor können Flirtwillige, die bisher kaum Erfolg hatten, vielleicht bald nicht nur von der Traumfrau träumen, sondern mit ihr.